Hallo Freunde, hier ist euer Natos und ich bin gerade mit meiner Familie im Urlaub und zwar mit dem Wohnmobil. Wir sind 5 Wochen unterwegs, sind schon am Ende unserer Tour. Wir waren in Skandinavien, in Dänemark, Schweden, Finnland, sind dann mit der Fähre, also von Schweden nach Finnland mit der Fähre, dann rüber nach Estland, über Lettland, Litauen und sind jetzt in Polen, müssen also nicht mehr so weit, ein paar hundert Kilometer noch nach Dresden. Und wir haben uns bewusst für das Wohnmobil entschieden, damit wir schön reisen können, schön geocachen können, Outdoor genießen, Lagerfeuer machen können und so weiter. Und ich will euch mal zeigen, warum Wohnmobil und wie so ein Wohnmobil vor allem von innen und von außen aussieht, wie das alles funktioniert. Vielleicht als Anregung für den einen oder anderen, das auch mal auszuprobieren. Also let's go, testen wir das mal aus. Bei schönem Wetter, und wir hatten sehr viel schönes Wetter, sitzen wir natürlich am liebsten draußen. Das ist klar, deswegen reist man mit dem Wohnmobil oder mit einem Van, wie auch immer, um draußen zu sitzen. Das macht total Spaß. Ja, das Zeug hat man dann hier im Auto. Ich will euch das mal zeigen. Hier in dem Wohnmobil hat man hinten eine ziemlich große Garage. Das wäre das hier unten, wäre sogar noch ein Bett, brauchen wir aber nicht. Hier haben wir unser Essen drin, ja, Spielzeug, Sandspielzeug, wir sind ja mit Kindern unterwegs. Und jede Menge Getränke, ja, was man braucht, auch ein bisschen hier Beil natürlich, um Holz zu machen. Hier daneben ist ganz wichtig das Gas. Das Gas, das braucht man, um drinnen kochen zu können und eventuell, wenn es doch mal kühler ist, heizen zu können. Strom, das ist so eine Sache. Wir stehen oder standen jetzt in dem Urlaub meistens frei. Frei heißt, irgendwo hingestellt. Das ist in den meisten Ländern, Skandinavien und Baltikum, überhaupt kein Problem. Es gibt auch im Internet eine wunderschöne App dafür oder viele Apps, die die Stellplätze zeigen. Hier stehen wir mal wieder, zwar nicht wirklich auf einem Campingplatz, eher so im Bauernhof-Style, kannst du mal zeigen. Und das Coole ist, in Polen steht man immer für 10 Euro hier auf so einem Platz mit Strom und Dusche und Toilette. Also so alle 3, 4, 5, 6 Tage muss man dann doch mal wieder duschen und dann fährt man dann doch so einen Platz an. Aber zum Glück, wir waren nie auf einem richtigen Campingplatz. Also das haben wir tatsächlich geschafft. Eher so auf einem Caravan-Stellplatz oder sowas ähnlichem. Die Fahrräder haben wir dabei. Handtücher, wenn schönes Wetter ist, werden natürlich getrocknet. Ganz wichtig, hier haben wir noch mehr Stauraum. Das ist jetzt die Garage von der anderen Seite. Ein Eimer, um mal Wäsche zu waschen oder irgendwas. Eine Gießkanne, um mal Frischwasser zu holen. Die Kescherleiter ist hier mit drinnen dabei. Ansonsten sind hier Stühle und Tische. Hier dahinter ist ein Klo, ein kleines Bad. Zeigen wir gleich von innen. Und hier kommt man dann an die Toilette ran. Man kann das ja mal zeigen. Das ist ja nichts Schlimmes. Klack, klack. Genau, so sieht das Ding jetzt dann aus und das muss der Papa dann ab und zu mal lernen. Geht da hinten, hier aufschrauben, lernen, gehört einfach zum Camper dazu. Hier kommt das Frischwasser rein, um drinnen Wasser zu haben fürs Waschen, Aufwaschen und so weiter. Und dann ist schon die Fahrerkabine. Und jetzt gehen wir mal rein. Jetzt kommt der spannende Teil, wie sieht die Bude von innen aus? Klar, klar, voll geht's mit dir. Sehr cool ist, dass man diesen Fahrersitz und auch den Beifahrersitz drehen kann. Jetzt suche ich schon. Das heißt, man kann hier schön rücken. Hier fährt man. Und wenn man, sobald man mal eine Pause macht, wirklich ohne Probleme, dreht man sich rum und sitzt am Tisch. Es gibt Wohnmobile, die haben hier nochmal eine extra Bank. Da kann man den Sitz nicht drehen. Der Vorteil bei dieser Variante ist, dass man jede Menge Platz spart. Unser Wohnmobil ist nämlich sehr kurz. Es ist hoch, aber es ist sehr kurz. Es ist nur 6 Meter lang. Er hat den Vorteil, dass man tatsächlich fast jeden normalen Parkplatz noch einparken kann. Die meisten Wohnmobile sind so um die 7, 7,5 Meter lang, weil die hinten ein größeres Bett haben, was wir aber nicht brauchen. Das ist also das Coole. Daher, man sieht auch, der Tisch ist relativ schmal, relativ klein. Alles dem geschuldet, dass das Wohnmobil nur 6 Meter ist, hat auch den Vorteil, dass man deutlich weniger auf Fähren bezahlt, weil 6 Meter ist oft so die Grenze. Wenn ihr also mal ein Wohnmobil oder auch ein Van mietet, denkt an die 6 Meter, das hilft euch, das hilft Geld sparen. Den Sitz kann man auch noch drehen, hier ist noch so ein Notsitz, brauchen wir aber kaum. Hier sind, kannst du mal zeigen, 2 Sitze mit Gurte für unsere Kinder, jeweils mit Kindersitzen. Ist also genau perfekt von der Größe. Jetzt kommt was Besonderes. Also, Wohnmobile gibt es in mehreren Kategorien und wir haben einen sogenannten Alkoven. Alkoven ist so ein bisschen der Klassiker von früher. Ganz klar auch ein bisschen das hässlichste Wohnmobil von außen, weil man ja diesen großen Überbau über dem Fahrerbereich hat. Das hat den Vorteil, wir haben hier ein wirklich geräumiges Bett und das finde ich genial. Man hat in diesem Wohnmobil, diesem Alkoven-Wohnmobil, auch wenn es kurz ist, nur 6 Meter,
sofort 4 feste Betten. Ich habe meine Gitarre dabei. Hier kann man also schlafen wir zu zweit. Dort liegen meine Klamotten. Aber der Vorteil, wenn wir fahren und nicht schlafen, räume ich die Leiter hoch und klappt das hier hoch, sodass man bis hier vorne bequem laufen kann. Also sehr, sehr gut durchdacht, muss man wirklich sagen. Ja, was man in allen Wohnmobilen hat, ist jede Menge Stauraum obenrum. Wir haben jetzt hier Technik, Spiele, Bastelzeug, also kann man alles mögliche reinmachen. Man nutzt in dem Wohnmobil letztendlich wirklich jede Ecke für Stauraum. Hier drüben Geschirr, Speicherschachtel, allen möglichen Kram. Hier sind jetzt Klamotten von meiner Frau, der Mary, drin. Jetzt kommen wir mal zum Bad. Das ist eben das, was das Wohnmobil in dem Sinne von typischen VW-Bussen, Reisebussen unterscheidet. Man hat ein richtiges kleines Mini-Bad. Man hat hier ein Waschbecken und diverse Schränke, um Kram reinzutun. Und dieses Klo. Dann gibt es hier noch die Möglichkeit, sich zu duschen, indem man das, den Wasserhahn hier rauszieht und hier oben reinmacht. Das haben wir nie gemacht, das haben wir nicht genutzt. Die zweite Möglichkeit wäre, das aus dem Fenster zu halten. Also das geht wirklich, und sich draußen zu duschen bei schönem Wetter. Das finde ich schon sinnvoller. Haben wir trotzdem selten gemacht. Warum? Bei schönem Wetter. Wir waren ja an der Ostsee. Wir sind quasi, wenn man so will, einmal um die Ostsee drumherum, geht man baden. Man geht viel baden, man findet dann auch draußen Duschen. Und wenn man ab und zu einen offiziellen Stellplatz ansteuert, dann nimmt man dort die Dusche. Was ist natürlich mit das Coolste an einem Wohnmobil? Unterscheidet es sehr von einem normalen Pkw, die Küche. Das ist eigentlich so wirklich, wo ich sage, auf dem Bad könnte man noch verzichten. Der Küchenbereich ist total cool. Zack, 3 Flammen. Wir kochen hier natürlich mit Gas. Gas hatte ich draußen gezeigt. Ist total mega. Beginnt früh bei mir. Ganz klassisch mit dem Kaffee kochen. Ist einfach cool, wenn man sich früh erstmal schön, richtig einen schönen Espresso hier aufbrühen kann. Klack. Geschirr sieht man gleich, ist hier oben mit Lebensmitteln. Also 3 Flammen kochen. Man kann sich also richtiges Mittagessen kochen. Ist super. Wir waren jetzt erstaunt. Wir sind jetzt zum zweiten Mal mit dem Wohnmobil unterwegs. Wir haben in den 5 Wochen nicht mal eine Gasflasche verbraucht. Das war erstaunlich. Wir haben sogar ab und zu mal geheizt, wenn es uns doch mal zu kühl wurde. Den haben wir noch nicht verbraucht. Also die halten wirklich lange. Vermutlich kommt man da ja im Sommer da locker mal 1-2 Monate hin. Ist absolut genial. Und vor allem so eine Gasflasche, wenn man die tauschen muss, kostet nicht viel Geld, so um die 20 Euro. Dann haben wir hier einen Kühlschrank. Das ist ein kleiner, der uns aber völlig ausreicht. Mit sogar Gefrierfach kann man also tatsächlich hier mal Fleisch Fleisch machen, braten. Also das reicht uns völlig zu. Mit Frischfach alles dabei, Gemüsefach. Ja, gibt auch größere Kühlschränke, aber ich muss sagen, es reicht zu. Das Coole ist, will ich jetzt nicht alles zeigen, aber man kann den zwischen Strombetrieb von außen, Gasbetrieb und Batteriebetrieb bei einer Fahrt umschalten, sodass man es tatsächlich schafft, das Zeug immer kühl zu halten. Es ist uns nur einmal, hatten wir das Pech, nämlich auf der über 10-stündigen Fährfahrt von Stockholm, Schweden nach Finnland, Turku. Da durfte man kein Gas anhaben in der Fähre. Da war also über 10 Stunden der Kühlschrank aus, dann ist das Fleisch aufgetaut. Problem. Ansonsten weiterer Stauraum für Lebensmittel und gute Getränke. Besteck ist hier, Waschbecken. Auch wirklich schön, dass man mit dem Wasser, was man außen, habe ich vorhin gezeigt, einfüllt, gut abwaschen kann. Hier ist noch was Spezielles, bevor ich das Bett zeige. Hier kommt man nochmal in den hinteren Bereich, also was ich von draußen als Garage bezeichnet habe. Wir haben das alles als Stauraum genutzt bei 5 Wochen Reise. Hier kann man per Gas die Heizung anmachen, zum Beispiel. Heizungsschlitze sind hier unten. Und wirklich, sobald es mal oben in Skandinavien oder in Finnland war, sind man zum Teil mal nur 13 Grad. Ist genial, wenn man früh nach dem Aufstehen erstmal hier schön Heizung anmachen kann. Ist wirklich top. Das ist jetzt der Unterschied zum klassischen Wohnmobil, was so meistens die Rentner fahren. Die haben jetzt hier nochmal 1,50 Meter dran und haben so richtig große, begehbare Betten, wo man halt, wenn man älter ist, bequem einsteigen kann. Brauchen wir nicht. Uns reicht dieses schmale Doppelbett zu. Hat eben den riesen Vorteil, wir sind nur 6 Meter lang. Sparen Geld bei der Fähre und so weiter. Unsere Kinder nehmen das dann meistens als Spielfläche tagsüber. Da oben sind nochmal jede Menge Klamotten und Spielzeug und Puppen. Ist total cool. Der Riesenvorteil dieses Wohnmobils ist, man hat 4 feste Schlafplätze.
Das war mir persönlich wichtig. Ich hatte keine Lust, 5 Wochen lang jeden Tag irgendwie auf und weg zu bauen. Das Schöne ist, wenn man frei steht und nicht mal Strom hat, du musst nur aufstehen, dich hinsetzen und kannst sofort losfahren. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen, die kleine Vorstellung, wie so ein Wohnmobil von innen aussieht und vielleicht euch neugierig gemacht, selber mal ein Wohnmobil, ein Camper, ein Van, was auch immer auszuleihen, das mal auszuprobieren. Ich kann es nur sehr empfehlen. Im nächsten Video erkläre ich euch mal, wo man so stehen kann, muss man immer bezahlen, darf man frei stehen, ist das erlaubt, wo findet man eigentlich diese schönen geheimen Biermarktplätze, das erkläre ich alles im nächsten Video. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen, gebt mir einen Daumen, abonniert meinen Kanal. Sucht mich auf Instagram, Natus einfach mal suchen oder Facebook. In diesem Sinne, bis zum nächsten Video. Genießt das Leben und die Sonne. Tschüss.